Grüß Gott, liebe Frau Lumsche, meine sehr geehrten Damen und Herren aus der Verwaltung, aus der Politik und die Bürgerinnen und Bürger. Was bedeutet Gemeinwohl? Ich fange an mit Papst Franziskus. Er hat 2015 sich auf das Gemeinwohl im Bodenrecht besonnen und hat mit der Laudate Si, wie er es genannt hat, festgestellt, nicht alle Güter der Kapitalverwertung zu unterwerfen. Boden, Wasser und Luft gehören alle. Dem Mensch ist die Erde zur Nutzung überlassen. Er möge sie bitte pfleglich behandeln und nicht zerstören, verbrauchen etc. Wir freuen uns natürlich, wenn die katholische Kirche diesen ihren eigenen Zielen auch nachkommt. Denn sie ist einer der größten Grundbesitzer, die wir haben. Und hier ist noch was möglich. Luft nach oben. Also, meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass die Ökonomie weder nachhaltig noch gerecht ist. Die Gemeingüter Boden, Luft und Wasser haben keinen Preis. Und die asoziale, aber legalisierte, asoziales und legalisiertes Verhalten in der Nutzung des Bodens oder alles Kapitals wird akzeptiert. Die damit einhergehende Profitmaximierung, Umweltzerstörung akzeptiert. Das sollte so nicht sein. Diese kapitalistischen Prozesse sind destruktiv, aber der Kapitalismus ist auch der Innovationstreiber und Wohlstandstreiber und es geht darum, ihn einzuhegen und dem Gemeinwohl, der Gemeinwohlverpflichtung und der Gemeinwohlverpflichtung dort auch zum Durchbruch zu bringen. Denn Ungerechtigkeit weltweit, aber auch hier bei uns, zerstört unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und gerade die Mittelschichten, die Jungen, haben zurzeit keine Chance am Markt, wie ihre Eltern hatten, zum Beispiel zur Eigentumsbildung. Die Mieten steigen um 5% mindestens pro Jahr, wenn nicht noch mehr. Die Einkommen sind konstant. Wie soll man da sich wundern, dass genau die Mittelschichten Angst vor dem Abstieg haben, dass Enttäuschung über unsere gesellschaftlichen Realitäten sich breit macht, dass die Prekarisierung der Arbeit ja sichtbar ist und immer als Gefährdung sozusagen vor einem steht. Meine Damen und Herren, diese Ungerechtigkeit, die ja, haben wir uns dran gewöhnt. Und wenn sie politisch dann zu ganz bestimmten Wahlverhalten führt, dann wundern wir uns, sollten wir aber nicht, sondern sollten eher auf Veränderung dringen. Die Gemeinwohlverpflichtung bezüglich des Eigentums ist im Grundgesetz seit 1949 festgelegt. Sie ist seit 1949 gesetzlich nicht ausgefüllt. Eigentum verpflichtet, begrenzt durchs Gemeinwohl. Diese Begrenzung sollte der Gesetzgeber tätigen. Ich könnte es Ihnen jetzt vorlesen, ich habe es mitgebracht, aber ich glaube, ich mache das jetzt nicht. Denn, und diese Einschränkung der Nutzung des Eigentums durch den Gesetzgeber im Sinne des Gemeinwohls gehört endlich kodifiziert. Ich denke, das ist notwendig. Und es wurde vorhin schon gesagt, 1971 ist dieses Thema, das heißt vor 45 Jahren, meine Damen und Herren, ist das dieses Thema das letzte Mal auf der Agenda gewesen. Der Altoberbürgermeister München, Dr. Vogel, damals Bauminister, hat versucht, die Gemeinnützigkeit im Bodenrecht der ihr zum Durchbruch zu verhelfen.
Er hat versucht, eine Bodenwertsteuer einzuführen. Er hat versucht, die Trennung von Eigentum und Nutzung einzuführen. Es geht das Gerücht, dass er nicht nur an den Konservativen oder den Liberalen gescheitert ist, sondern auch an der neuen Heimat, deren Modell natürlich auf Erhöhung des Bodenrechts basierte. Also, seit 1971 hat sich im Grunde mit diesem Thema niemand mehr befasst. Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass die bayerische Verfassung auch schon 1948 einen Artikel eingeführt hatte, dass leistungslose Bodengewinne der Allgemeinheit zuzuführen sind. Auch hier ist die Umsetzung unterblieben. Und vielleicht, wir haben gerade über Wien gehört, dass Artikel 155 der Weimarer Verfassung jeden Bürgerinnen und Bürger eine ihm gemäße Wohnung zugestanden hat. Also, dass dieses Thema alt ist und dass wir kluge Verfassungen haben und dass sie überhaupt gesetzlich nicht ausgefüllt worden sind. Und ich finde das schon ganz, ich finde das ziemlich erschütternd, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da müssen wir dranbleiben, denn es kann ja nicht sein, dass wir im Grundgesetz die Gemeinwohlverpflichtung stehen haben und niemand sich bemüßigt fühlte, sie in Gesetze zu fassen. Man weiß auch ein bisschen, wer den größten Widerstand geleistet hat, denn der war immer sehr persönlich gefärbt. Gut, Sie haben mich aber zweitens gefragt, welche zentralen und gegebenenfalls neuen Handlungsfelder und Ansätze sehen Sie, mit denen Städte und Kommunen das Gemeinwohl stärken könnten? Und da haben Sie mich bei meinem Lieblingsthema gefasst. 1989, ich erinnere mich gut, ist die Gemeinnützigkeit in der Wohnungswirtschaft abgeschafft worden. Wir Städte haben massiv protestiert. Die Wohnungsunternehmen haben sich mit der ökonomischen Freiheit eine Menge versprochen. Es gibt auch heute noch 1800 Wohnungsbaugesellschaften, von denen 413 noch nach Satzung gemeinnützig sind, heute noch. Das sind die Genossenschaften, das sind die Gesellschaften der Städte etc. Ich hatte gerade schon den Neue Heimatskandal, mit dem das Bauen, das gemeinnützige Bauen sozusagen in Verruf gekommen war. Deshalb war bei den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen der Aufschrei, als die Gemeinnützigkeit wegfiel, relativ gering oder eigentlich gar nicht. Sie wussten nicht, inwieweit sie betroffen sind. Wie gesagt, wir Städte und Gemeinden, ich habe damals in Schleswig-Holstein gearbeitet, wir haben massiv auf die Folgen hingewiesen. Und ich weiß, dass die Privatisierung der Wohnungswirtschaft ohne den Wegfall der Gemeinnützigkeit natürlich nicht annähernd so smooth gelaufen wäre. Denn man hätte sonst sich ja an die Gemeinnützigkeitsregeln halten müssen, nach wie vor. Also der ganze Verkauf, den viele Städte gemacht haben und viele Gesellschaften gemacht haben, Bergbau oder Werften oder so, wäre ohne Wegfall der Gemeinnützigkeit nicht mit diesen Ergebnissen erfolgt. Also, und mit der Finanzialisierung der Immobilien und des Bodenmarktes in den Städten, also dass heute eine Immobilie sozusagen als in der Börse wie eine Schweinehälfte gehandelt wird oder lieber wie eine Goldmünze oder eine Aktie, vielleicht nicht gerade von der Deutschen Bank, also dass der Boden sozusagen als Handelsgut gesehen wird, das ist natürlich in der Intensität auch erst nach dem Bankencrash erkennbar gewesen. Das muss man, glaube ich, auch deutlich sehen. Das war 1989, als die Gemeinnützigkeit wegfiel und die Diskussion darüber war schon 87, 88, dann nicht zu erkennen.
Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, hier haben wir Handlungsbedarf. Unsere Vertretung der ehemals gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, der GDW, ist die Vertretung von Wohnungsbaugesellschaften, aber eben überwiegend nicht gemeinnützigen. Und wenn Sie die Stellungnahmen des GDW, der immerhin noch 413 gemeinnützige Gesellschaften vertritt, zum Wohnungsmarkt lesen, dann glauben Sie, Sie sind direkt bei Herrn Buch im Vorzimmer, also Vonovia oder Deutsche Wohnen oder so. Sie haben überhaupt nicht den Eindruck, dass da noch 433 gemeinnützige Gesellschaften vertreten sind. Und wenn Sie mich fragen, ist der GDW, der Verband der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, ehemals, heute ein Sprachrohr der freien Wohnungswirtschaft. Was aus meiner Sicht auch kein Wunder ist, wenn man denkt, 1800 waren es, 400 sind andere, die 1400, die freie Wohnungsunternehmen sind, verdienen auch viel mehr Geld, zahlen auch viel bessere Gehälter im Zweifelsfalle. Also ein bisschen ist es so, wie der Mops im Paletto, ne, ist unsere gemeinnützige Wohnungswirtschaft sitzt eben im Paletto bei der freien Wohnungswirtschaft. Und hin und wieder knurrt sie vielleicht, tut aber nichts. Also, die Herkunft ist vergessen. Und wenn Sie mich fragen, hier gibt es Handlungsbedarf. Wir sollten die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen anregen, vielleicht auszutreten, einen eigenen Verband zu gründen, um die Interessen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wieder klar zu formulieren. Und interessanterweise weiß ich von einem Kollegen aus der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, er hat schon mal seinen Beitrag halbiert, hat er mir erzählt. Also, und die freie Wohnungswirtschaft beklagt den Imageverlust, weil sie sich benehmen eben wie der Mops im Paletto. Und ich denke, man kann nicht die Genossenschaften und unsere städtischen Gesellschaften mit denen in einem Atemzug sich äußern lassen. Es funktioniert nicht mehr. Wir sollten dieser Tatsache ins Auge gucken und als Städte uns entsprechend verhalten. Und das schlechte Image, was die freie Wohnungswirtschaft hat, beeinträchtigt auch den Börsenwert inzwischen, weil die Börse Gesellschaften, die sich nicht gemeinwohlorientiert verhalten und das offensichtlich, und wenn das zu Protesten führt, dann sinkt der Börsenwert. Also, ich sollte über Lösungen nachdenken. Ich meine, dass gemeinwohlorientiertes Handeln, das heißt Social Responsibility, sowohl in der Wohnungswirtschaft, aber auch in der gesamten Wirtschaft dringend sozusagen verlangt werden muss, uns klargemacht werden muss, nicht nur wegen Papst Franziskus, wir können die Welt, die wir haben, nicht zerstören, damit zerstören wir uns selbst. Gemeinwohlorientiertes Handeln sollte handlungsleitend sein in allen Unternehmen. Wir dürfen weder das Klima noch die Zukunft unserer Kinder noch die reale Nutzung unseres Bodens zu Zerstörung bringen. Wir müssen gemeinwohlorientiert arbeiten, sowohl als Unternehmen, nicht nur als Wohnungsunternehmen, sondern als Unternehmen ganz allgemein. Und über die Zukunft nachdenken, über das Klima nachdenken, über verantwortungsbewusstes Handeln, sowohl gegenüber Mitarbeitern als auch gegenüber Kunden. Wir sind nicht alleine auf der Welt und nur profitorientiert. Die Gerechtigkeit muss das Ziel nicht nur des öffentlichen Handelns sein, auch des privaten Handelns. Und beim öffentlichen Handeln habe ich da noch ein paar Punkte. Einmal die Steuergesetzgebung. Also irgendwie ist es nicht einzusehen, warum
der schlichte Arbeiter, Angestellte immer richtig seine Steuern bezahlen muss und andere mit Umgehungstatbeständen, Shareholder Value oder sonst was, die Steuerquote minimieren bis gegen Null oder Firmensitz in Luxemburg anmelden oder sonst was alles. Also es ist dringend erforderlich, dass unsere Steuergesetzgebung sowohl im Bodenrecht als auch in allen anderen Fällen sozusagen einen stärkeren Gerechtigkeitsanspruch genügt. Es ist bei unseren Planungsgesetzen notwendig, dass wir ein preislimitiertes Vorkaufsrecht kriegen, warum wir jeden Investor zum Marktpreis entschädigen müssen und wenn wir bei ihm was einkaufen, auch nur zum Marktpreis einkaufen, auch wenn es ein Kindergarten werden soll, ist überhaupt nicht einzusehen. Und bei den Umweltgesetzen wünschen wir uns das Verursacherprinzip. Und wenn es selbst Herr Söder schafft, die Bienen gegen die Landwirte in Bayern zu verteidigen, dann sollte das anderen auch gelingen. So, und was ist zu tun für bessere Voraussetzungen fürs Gemeinwohl? In den Kommunen natürlich brauchen wir eine Aneignung des städtischen Umfeldes durch die Bürgerinnen und Bürger. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Wir können nicht sozusagen das von oben, das Gemeinwohl verlangen und aufdrücken, sondern es geht darum, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sich als Kollektiv gemeinsam der Verantwortlichkeit für die Stadt klar werden. Jede Ansiedlung und jeden Wunsch sozusagen in der Stadt abwägen mit anderen und hier sozusagen als Eigentümer der Stadt handeln. Schwierig, das weiß ich auch, aber wir müssen unsere Ressourcen gemeinsam nutzen und uns darüber im Klaren sein, dass dieses mit richtigen Rahmenbedingungen auch geht. Und wenn wir Genossenschaften und Baugruppen mit solchen Zielen als Hefe im Teig unserer Bodennutzung unterstützen, das hatte ja auch gerade Frau Lomscher gesagt, dann ist das eben die Hefe im Teig, die zu einer anderen Nutzung in der Stadt führt und zu einem anderen gemeinwohlorientierten Handeln. Dass es eben nicht darum geht, dass jeder nur für sich denkt und für sich das Beste tut, sondern dass man das Gemeinsame erkennt. Und wenn Sie mich fragen, anfangen könnten wir mal damit, dass wir die privaten Autos aus den Straßen räumen. Ich darf ja auch mein Bett und meinen Schrank nicht auf die Straße stellen. Warum eigentlich mein Auto?